laut. A-Town. Yeah! Herzlich willkommen zu einem erneuten Vlog, meine lieben Freunde. Und zwar, was machen wir jetzt? Wir fahren jetzt zu meinen Eltern. Genau. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, die sind schon seit 2 Wochen endlich wieder zurück. Die waren ja eine lange Zeit in der Türkei. Und ja, heute ist ein ganz typischer Sonntag, den wir mit Familie verbringen. Genau, richtig. Schaut mal Asias Outfit an. Wir haben uns schon halbwegs angezogen für die Werbung, die wir nachher drehen. Wir haben dann immer auf Instagram so Rabattcodes mit manchen Firmen. Das heißt, lohnt sich reinzufolgen. Manchmal gibt es sehr gute Sachen dabei auf jeden Fall. Und wir halten euch auf dem Laufenden. Wir sehen uns nachher. Jo, bis dann. Ich erstecke gleich. Ja, Mann, wie heiß ist das? Alter, wie in der Sauna, Mann, wenn man... Boah. Schwitzig schon. Nein. Ist es inzwischen? Wie viel Uhr? Ich kann keine Ahnung, es ist abends. Meine Oma hat mir Klamotten mitgegeben. Was war da? Ich bin auf eine Nacktschnecke getreten. Ja, ich bin auf eine Nacktschnecke getreten. Boah, Schatz, ihr habt die Flüssigkeit verloren. Die sind wegen dir. Das ist so eklig. Ich habe gerade daran gedacht, ne, dass ich vorhin eine gesehen habe und nicht, dass sie irgendwo trete. Ich kotze gleich. Jetzt reiß dich zusammen. Fang dich schon wieder mit deiner Kotzattacke an. Ja. Ich spüre das so unter meinem Fuß, so dieses Gefühl. Das, ja. Guck einfach auf den Boden. Ich guck immer auf den Boden. Boah, shit. Also Leute, ich muss duschen gehen oder so. Ey Leute, ich will mich gerade kaputt lachen mit der Asia. Wir haben eine Taxizentrale und da tun sich gerade Leute für eine Stelle bewerben. Ich weiß nicht, was sie schon machen wegen Datenschutz. Nein, ich zeig gar nichts. Und da tun sich halt die ganzen Taxiunternehmer bewerben für eine Stelle in der Taxizentrale, für irgendeine, genau, für eine Stelle im Aufsichtsrat. Ich gucke mir diese Bewerbungen so an, wir müssen halt abstimmen als Taxiunternehmer. Ich gucke mir diese Bewerbungen an, das sind halt alles so ältere Herrschaften, die sich da bewerben. Ich habe das sein lassen. Diese Bewerbungen sind so lustig mit den, was die da schreiben, also sowas wie wir uns vor 10 Jahren auf eine Ausbildungsstelle beworben haben. Die schreiben so Sachen wie, ja, ich bin belastbar, teamfähig, gerne stehe ich Ihnen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Mann, ich habe mich gerade so kaputt gelacht. So, das sind halt so x-beliebige Leute. Das war schon sehr amüsant. Asia, was machst du, eingerollte Sossis? Die denkt einfach, die ist eine Frühlingsrolle. Komm, Fußcheck. So Leute, ich habe jetzt um 12:30 Lust bekommen, den Gasgrill mal aufzubauen. Und ich probiere mich jetzt dran. Wenn es zu kompliziert ist, lasse ich sein. Bin ich der Einzige, der Pakete mit einem Schlüssel aufmacht? Kennst du noch jemanden? Ich mache immer alles mit einem Autoschlüssel. Auch wenn ich so Etiketten oder so abschneide, gehe ich extra eine Schere holen. Alles mit Autoschlüssel. So Leute, Zwischenstand der Dinge. Abdo sammelt Müll auf. Es ist schon mal aufgebaut. Es sieht fürs Erste auch so schön aus, aber wir sind noch nicht fertig. Ich habe den Abdo jetzt gezwungen, damit aufzuhören. Es ist schon 2 Uhr und wir müssen jetzt auf jeden Fall schlafen gehen. So ein Film, so ein scheiß Gasgrill aufzubauen. Aber hast du echt trotzdem irgendwo schnell hingekriegt, finde ich. Hast du gut gemacht. Also Leute, dann erstmal gute Nacht an euch alle. Gute Nacht. Wir sehen uns morgen und machen auch gleich morgen wieder weiter. Also Erd Abdul. Adios. Abele. Es ist gerade wie viel Uhr? 21 Uhr. Abdul hat in 3 Stunden Geburtstag. Der mag das überhaupt nicht, aber ich bin irgendwie richtig aufgeregt. Das ist schon mal der Vorgeschmack. Wir essen jetzt ganz lecker. Später muss ich euch noch erzählen. So geiles Produkt. So ein geiles Produkt. Hähnchenteile mit Kartoffeln. Die Marinade natürlich wie immer von Abdul. Bei Fleisch und Marinaden macht immer wirklich der Abdul bei uns zu Hause, nie ich. Ich bin Abdul. Wir lassen es jetzt schmecken. Guten Appetit. So Leute, es ist inzwischen 0 Uhr. Ich stelle mal lieber auf. Ich bin richtig emotional. Ich hoffe, ich heule nicht. So. Es ist inzwischen 0 Uhr.
Der Abdul musste leider spontan zu seiner Familie und musste seinen Bruder kurz wohin fahren. Deswegen sind wir gerade um 0 Uhr nicht zusammen. Allein, dass ich schon hier bei der Kamera ihm gratulieren muss, macht mich irgendwie richtig emotional. Ich habe ja Abdul kennengelernt, da war er noch süße, frische, knackige 18 und jetzt ist er 26 geworden. Das ist schon eine heftig lange Zeit, ne, die wir jetzt zusammen sind und ich bin einfach dankbar, ihn zu haben. Auf jeden Fall, ich beende das jetzt, weil ich sonst richtig heule. Ich werde jetzt noch mal ein paar Kerzen und alles vorbereiten. Ich habe morgen nämlich erst eine Überraschung für ihn. So, ich habe nämlich meine eigentliche Überraschung erst morgen. Ich habe nämlich einen ganzen Tag für uns geplant. Meine Nase hört sich jetzt so verstopft an, aber ist ja wurscht. Wir werden uns zusammen im Hotel massieren lassen und einen schönen Abend verbringen und dann wird das Essen in unser Hotelzimmer kommen, einfach so mit Wellness und Spa, so eine Auszeit, dann frühstücken wir am nächsten Tag und da habe ich dann auch so ein, zwei kleine Geschenke für ihn und deswegen gibt es heute erstmal nichts, bis auf ein paar Kerzen und Happy Birthday, aber ja, ich bin trotzdem nur jetzt gerade emotional geworden, weil ich wusste, dass ich ihm jetzt auch über die Cam gratulieren werde und ihr wisst ja inzwischen, wie ich bin. Ich kann mich da immer leider gar nicht kontrollieren, aber ja, ich bereite jetzt kurz alles vor, bevor der Abu da ist und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, der Abu ist da. Alles gut, Schatz. Danke schön. Ich liebe dich. Ich werde emotional. Oder? Die ganze Zeit schon. Ist doch ein ganz normaler Tag wie der andere. Nein. Happy Birthday. Dankeschön, Schatz. Also ich konnte nicht leider nichts vorbereiten, aber dafür kriegst du morgen deinen Tag. Ich habe hier für den Abdul alles mit Kerzen gemacht. Ach süß. So Leute, bis morgen. Es ist inzwischen der nächste Tag. Ich bin ein bisschen im Stress. Es ist 13.24 Uhr. Ich müsste eigentlich schon längst zum Hotel, aber weil ich gearbeitet habe und meine Kundin noch nicht fertig war, konnte ich nicht gehen. Ich habe hier schon auf jeden Fall so ein bisschen was eingekauft. Von zu Hause auch ein bisschen was eingepackt. Klamottentechnisch habe ich hier einmal so einen Mini-Handstaubsauger. Den hat er immer gebraucht, weil er meistens auf die Schnelle sein Auto immer kurz sauber machen muss. Funktioniert halt ohne Kabel und ich dachte mir, das ist perfekt. Und jetzt schmiere ich mir kurz ein bisschen was ins Gesicht. Dann geht es auch schon los für mich, weil der Abdul schon fast da ist und ich war noch nicht beim Hotel. Ich weiß gar nicht, was ich ihm sagen soll. Irgendwie muss ich ihn ablenken. Ich werde jetzt gleich mit dem Voi schnell hinfahren. Das ist Gott sei Dank nicht so weit weg vom Laden. Ja. Ready. So Leute, ich bin jetzt vor dem Hotel. Ich wollte schon mal rein, weil man eigentlich noch nicht einchecken darf, um die Sachen auch reinzutun. Auf jeden Fall habe ich leider nicht gewusst, dass man einen Corona-Test braucht. Ich hätte eigentlich damit rechnen müssen, aber ja. Ich warte hier jetzt gerade. Der Abdul bringt jetzt Schnelltests. Jetzt inzwischen weiß er natürlich, dass es ins Hotel geht, leider. Aber ich werde die Schnelltests dann vom Auto abholen und noch mal kurz hochjumpen, um das Zimmer vorzubereiten. Und dann werde ich euch auch alles zeigen. Ich habe jetzt auch schon das Essen bestellt. Das wird in einer Stunde geliefert. Und dann werden wir auch zusammen schön essen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Bis gleich. Thank you.
Leute, ich bin so im Stress. Dieser scheiß Lieferant hat mich auch noch blöd angemacht, warum ich keine Zimmernummer angebe. Aber ich dachte, es wird in der Lobby abgegeben. Und ich habe extra das Essen für 14.45 Uhr bestellt und es ist um 28 gekommen. Der Abdul ist auch noch nicht da. Ich bin verzweifelt. Ich mache jetzt ganz kurz einfach weiter. Okay, Leute, der Abdul ist da. Ich mache jetzt schnell alle Kerzen an. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Der Abdul ist jetzt an. Ich mache nur schnell alle Kerzen an und dann kommt Roman. Er ruft an. Roman. Hallo? Genau. 521. Ah ja, okay, dann warte kurz. Ciao. So, seine Mini-Torte steht schon mal. Warte, stopp! Okay. Okay, wie soll ich mich verhalten? Lol. Einmal reinkommen? Ja. Oh shit. Ey, wieso machst du das, Schatz? Oh, voll schön. Gefällt's dir? Ja. Nein, Schatz, wäre doch nicht nötig. Du weißt doch nicht, sowas von unangenehm. Ich weiß. Ja, unser Essen ist halt schon kalt, deswegen habe ich so einen Stress gemacht. Ach so, egal. Wann hast du die denn transportiert? Ich muss heute mit Woi, ich bin fast hingefallen, so oft, weil ich mein Gleichgewicht verloren habe. Ich hatte so viel zu tragen. So, jetzt wünsch dir was, nimm deine kleine Torte. Weil du keine Torten magst, habe ich einen Brownie für dich besorgt. Okay, sehr gut. Schau. Wünsch dir was, Schatz? Happy Birthday. So, bis dann, Leute. Wir essen jetzt. So, Leute. In diesem Licht sehe ich ein bisschen komisch aus, aber wir haben jetzt gegessen. Wir waren so hungrig. Wir haben uns Woi-Roller geschnappt und sind dann zusammen in die Stadt gefahren. Jetzt haben wir lecker gegessen. Also, Leute, wir sind jetzt fertig mit dem Essen. Jetzt hat... Okay, ich habe keinen Akku. Los! Jetzt fahren wir noch schnell zu Wonderwaffel. Asse hat bald keinen Akku mehr. Wir müssen jetzt mit dem Woi-Rollern fahren. Ja, genau. Wonderwaffel hatte leider zu. Also ist mad. Ich bin richtig abgefuckt, Leute. Richtig traurig. Nein, auf jeden Fall. Sind wir jetzt wieder ins Hotel. Hier haben wir ein paar Naschsachen. Unser Ausblick ist ein Meer aus weiteren Hotels. So, Leute, guten Morgen. Leider ist alles nicht nach Plan gelaufen. Ab und geht es leider nicht so gut. Der hat über Nacht starke Bauchschmerzen, Magenschmerzen gehabt und hat das leider immer noch. Jetzt haben wir in der Früh probiert zu frühstücken, hat auch leider nicht geklappt, deswegen haben wir euch auch nicht mitgenommen. Und jetzt werden wir wie ein Häufchen Elend Woi fahren. Ich muss jetzt in die Arbeit und Abdul geht nach Hause. Wir melden uns dann. Adios.